Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Undead Horde. Weiter geht's. Wir gehen hier weiter lang. Und auf geht es zum nächsten Leuchten der Schluchten. Und hier seht ihr, ist wieder ein Geheimnis noch mit dabei. Ein Brunnen. In der Mitte haben wir ein Herz, einen Turm. Neue Aufgabe Jandria. Ein Kaufmann namens Jandria wird hier in den leuchtenden Schluchten gefangen gehalten. Sprich mit Cage über genaueres zu erfahren. Attack my minion. Jandria wird süßlich von dir als Geißel gehalten. Du sollst ihn ohne weiteres finden können. Na gut, dann gehen wir erstmal nach Norden. Und killen hier alles, was hier so ist. Ein Reiter. Sehr schön. Ah, sehr schön. Schnell genug noch gekillt. Alles mitnehmen. Bring Gold. Und da war sogar Gold drin. Nicht schon wieder. Mag nicht. Den Turm können wir auch easy kaputt machen eigentlich. Aber wir gehen erstmal nach unten. Ja, nicht mich. Da greift man Einheiten an. Dafür sind sie ja schließlich da, ihren Meister zu beschützen. Oh, ist schon ganz okay, der Dolch. Erstmal killen wir hier noch alle. Ah, so viele. Ich habe gar nicht mehr so viele Einheiten. Beschwören wir ein paar neue. Sehr schön, aber zumindest schon mal das Lager auseinandergenommen. Alles, was weiß, ist sowieso weg damit. Level 5 kann ich noch nicht tragen, aber okay. Sehr gut. Dafür verschwindet meine Mana-Kapazität, aber dafür mache ich Tierschaden. Mache aber halt auch 60 Schaden mehr, das finde ich jetzt nicht verkehrt. Das ist okay. Abklingzeit reduzieren, das brauche ich derzeit noch nicht. Die Trefferpunkte von Humanoiden, das ist auch so ein, ja, okay. ...6% Chance zur Wiederbelebung eines bösartigen Skeletts beim Tod eines Dieners. Mhm. Tiere habe ich ziemlich selten drin. Aber nutze ich derzeit auch nicht. Verkaufen wir sowieso. Vampirismus bin ich mir unsicher. Gut. Oh, ich habe sogar Bogenschützen, sehr nice. Das freut mich natürlich. Pentagrammaton, vielen Dank. Jetzt kannst du vorbeikommen, um dir in der Krypta mein Waffenangebot anzuschauen. Und ich habe Level 5 erreicht. Guter Dolch der Clown. Ja, schwierig. Mache ich Gesundheit mal dazu? Mehr Schaden halt nicht dazu. Ich habe halt nicht viel Gesundheit, aber ich brauche eigentlich nicht viel Gesundheit. Ich brauche ein bisschen mehr Mana, glaube ich. Das da? Oder das hier? Ich glaube, ich würde das hier machen. Schließlich bin ich Nekromant und der ist halt immer angewiesen auf seine Einheiten. Er braucht sie einfach, ne? Das ist halt einfach so. Das
Follow my lead. So, wir gucken, ob wir irgendwo die Geheimniskiste finden, die hier irgendwo sein muss. In diesem Level. Ich weiß nicht genau wo. Aber irgendwie, irgendwo muss sie sein. Mhm. Das ist immer normaler dann, ne, den Dingern. Ja. Tja, beiden Seiten ist jetzt dummerweise sowas, ne? Charge. Danke. Da ist er. Das Geheimnis. Ah ja, dafür haben wir hier noch ein paar, super. Als Reserve. Strike them down. Ich kann ab und zu mal ein bisschen was abhalten. Ich habe allerdings keine Mana. Habe Regeneration. Kann ich sie doch nicht abhalten. Uff, das ist noch ein Turm. Der voll widerlich. Erstmal den Turm wegmachen. Wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, aber nein, dummerweise nicht. Mein Mana ist low, ist aber ungünstig. Rise and obey, charge. We shall burn the lands of the living. Sehr schön. Zwei Reiter habe ich. Ach, nicht unterbrechen. Schlecht von euch. Wenn ich den Schild nicht habe, werde ich leider unterbrochen öfters mal. Attack. Wow, er hat wieder volles Leben. Ist ja widerlich, ey. Und er schießt halt mit mehreren. Ist ein Down? Nein. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich hoffe, er heilt sich nicht. Ugh. Ein schneller Schädel. Ein Seelen... Ja, okay, den Kristall brauchte ich. Das war das, was ich suchen sollte, was ich gefunden habe. Dann werden wir noch den Turm noch kaputt machen. Das ist genauso stark. Voll ekelhaft. Aber wir haben das hier geschafft. Wunderbar. Bam! Bereich 8 von 38 beansprucht. Sehr schön. Damit können wir auch hier verschwinden. Warum bist du so langsam? Achso. Weil wir alle noch in Angriffsstellung waren. Gut, gehen wir zurück in den Elvenwald. Hier sind noch zwei Gegner, laut der Übersicht. Egal. Und hier sind 144, alles klar. Okay, da oben müssen wir jetzt lang. Hühnchen, wollt ihr mich ärgern? Ihr wollt. Oh, fuck! Reanimator. Highscaling. Du hast den Schlussstein-Kristall gefunden. Setze damit einige Skelettkrieger vor, um den End zu bezwingen. Noch nicht. Vorher gehen wir jetzt noch mal ein paar ordentliche Einheiten holen. Wie viele Hühner haben wir noch? Das war's mit, ne? Doch, drei haben wir noch.
Exensem. So. Einen Reiter, einen Gardisten, Schützen. Ich finde den Bär ganz cool. Ich will den Bär mal mitnehmen. Mhm. Was haben wir hier noch? Schon wieder so eine Schriftrolle gehabt, scheinbar. Eine gute gelehrte Keule des Abrisses. Oh. Ich glaube, die werde ich mal mitnehmen. 180 Schaden pro Sekunde. Nicht schlecht. Schöne Keule. Einer hat ein Angriffstempo. Einer hat einen Schaden plus 8%. Jetzt kann ich hier jetzt schon Hammer mitnehmen, aber ich habe jetzt die andere Keule. Genau, sieht das Schwert, das kommt weg. Das ist auch nicht verkehrt. Na, mal gucken. Erstmal wollen wir 27.000 Gold haben wir. Ich bin echt unsicher, was ich hier kaufen soll. Ich könnte mir andere Ringe kaufen, oder? Oder bessere Schädel? Ich habe so einen. Huch, der hat schon alles voll. Aber weil ich die verkauft habe. Leider Nahkampfwaffe, um beim nächsten Treffer 291% Schaden anzurichten. Kadaver in der Nähe verzehren, um die Einheit mit dem höchsten Schaden, um die TP des Kadavers oder um bis zu 429 zu heilen. Ah ja. Ah, hier geht's auch noch weiter. Was ist das denn? Ich habe Bücher. Ist neu, oder? Minus 10%. Müsste neu sein, ja. Mana kostet minus 3 Feinde, kann der Video nicht verhindern, wie sie der Schaden zufügen. Das ist jetzt aber nicht so wichtig, finde ich. Muss man sich halt einfach ein bisschen wegstellen. Mana kostet 7%. Okay. Mana 20% schneller regenerieren. Was haben wir hier? Beutemünzen. Uff, Kommandobeschränkung wird auf das Doppelte angenommen und Horn-TP und Schaden werden halbiert. Schwierig, ne? Das hier finde ich gar nicht so verkehrt. Mana werden 20% schneller generiert. Hat was. Was haben wir hier noch? Schönes Amulette. Wenn man dich trifft, gefriert für 4,4. Ne, ich habe ein super Amulett. Ich habe ein gelbes Amulett. Das ist perfekt. Die Ringe bräuchte ich halt irgendwie noch bessere, ne? Ach nee, nicht. Sind das Ringe? Doch, das sind Ringe. Ist der besser? Der ist besser. Kostet aber 3.400 Gold. Ne, ne, ne. Okay. Bessere Waffen brauche ich derzeit auch nicht. Bessere Stäbe. Na, wir können das mal verbessern. Nur 5, weil ich derzeit dieses Maximallevel habe. Okay. Das ist in Ordnung. Gut. Schön, schön. Dann geht's weiter. In Hillsborough. Ne, in Elvenwald. Ich war schon so oft im Hillsborough gewesen, dass ich denke, dass ich dahin muss. Wusch! Attack! Attack! Wir kommen da auch hin. Easy going. Don't tell me, it's kaputt. Sind aber ordentlich viele Gegner hier. Nummer 2 ist kaputt, sehr schön. Gut, gut. Kann ich das noch öfters benutzen? Schalte den verfluchten Ender aus, ich kann es tatsächlich öfters nutzen. Brauche mehr Mana. Na, nicht mich. Unfair.
Bam! Haben wir welche interessanten Gegner hier, Tote, die hier aufstehen? Überlegen vielleicht kaputt? Naja, wahrscheinlich nicht. Naja, leider nein. Das sind nicht mal meine Einheiten. Das sind welche Randoms. Kann ich auch gar nicht befehligen, ha? Huh? Ich kann ja auch noch stehen bleiben. Mana, I must have more. Ah, noch sehe ich's. Ah, es heilt sich, okay. Repariert sich also nach einer gewissen Zeit. Naja, ohne die Totenarmee wäre das echt schwer geworden. Was sind meine Einheiten jetzt? Warum greifst du nicht an? Ah! Hinterher. Strike them down. Bam. Das waren ziemlich viele Türme, die man kaputt machen musste. Jetzt brauche ich erst einmal. Ach, das war's doch schon. Na, dann geht's weiter. Come here. Jetzt brauche ich noch ein paar neue Einheiten wieder. Bin leider etwas knapp bei. Knapp bei Kasse, was die Einheiten angeht. Oh, es gibt ja noch so viele schöne Einheiten, die man mit dem kann. Die Helden kann man da nicht mitnehmen, das ist schade. Noch Reiter, gut, den ging auch noch, okay. Okay, kann ich noch mal so ein Ding machen? Ja, kann ich. Kommen Sie mit? Weiß nicht, ob Sie hinterherkommen. War das dein Treant? Uff, alle gewurzelt. Ja, komme ich auch irgendwann noch mal raus, danke sehr. Warte mal, schön Rundumschlag. Erledigt. Mein Inventar wird gleich wieder voll sein. Ich werde mir angewöhnen, nicht mehr diesen weißen Kram mitzunehmen. Okay. So, weg damit. Weg damit. Ja, das ist super. Austauschen. Kritische Chance. Weil der Nahkampf in einem Vampirismus für 9 Sekunden. Das ist aber auch interessant. Ach, toll, ich nicht kaufen müssen. Hätte ich nicht kaufen müssen. Jawohl, das war ja so aufregend. Diese End kommt uns noch nicht nochmal in die Quere. Jetzt sind wir bereit, weiter vorzudringen. 5500 Gold, 2000 Erfahrung und ein Flinks-Amulett des Kommandos. Wow. Einst waren so heilige... Die Katakomben, neue Aufgabe. Einst waren so heilige Tempel und Paläste der Untoten, aber dann wurden sie von den schmutzigen Lebenden überrannt. Wir müssen die Ordnung wiederherstellen und uns diese Katakomben hindurch zur Wüste verschaffen. Du bist nämlich mit, das Ding, oder? Ah, nee, doch nicht. Leider nein. Finde den Eingang zu den Katakomben. Vielleicht haben wir ja gleich nochmal ein Portal. In der Unterweltbrücke. Hm, haben wir auch. Sehr schön. Graf Abaddon.
Endlich, wir warten schon seit Jahrzehnten auf den Erwählten. Die Brücke über den Abgrund ist blockiert. Allerdings könnten wir sie wieder in Betrieb nehmen, wenn du die Kristalle findest, die diese Dinge Energie liefern. Die diesem Ding Energie liefern. Die geistlosen Lebenden haben sie über den Katakomben verstreut. Der erste, da bin ich mir sicher, ist im Lager der Orks auf dieser Ebene zu finden. Mhm. So, so. Und hier gibt es zwei Secrets. Warum sind hier so Zirkel drumherum? Verstehe ich noch nicht so richtig. Gut, wir haben leider nur ein Bärchen dabei. Wir holen uns noch einen. Nee, nicht einen zweiten Bär, das wäre irgendwie doof. Reiter holen wir uns mal zwei Stück. Perfekt. Gut, meine lieben Freunde. An der Stelle müssen wir leider wieder eine kleine Pause machen. Das ist nämlich schon wieder Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Undead Horde. Bis dahin. Ciao.